Willkommen zurück zur Erzählung der glorreichen Bauernrepublik Dithmarschen. Die Mauern von Berlin sind gefallen und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Stadt besetzt wird. Unterdessen hat auch die Belagerung von Wolgast begonnen. Die Belagerung steht hier unter Lübscher Führung und der Lübsche General hat ja auch eine Belagerungsfähigkeit, also geht es vielleicht auch relativ zügig voran. Unterdessen ist es den dänischen aufständischen Bauern gelungen, Reval zu besetzen und hier die Exklave an der östlichen Ostsee zu besetzen. Hier sind auch einige Provinzen jetzt durch die dänischen Bauern besetzt, die wir hier unterstützen. Ja, soweit dazu der Stand. Falls ihr euch erinnern könnt, unterstützen wir die Unabhängigkeit von Schweden. Und die steht auch bei 100%. Sie wird zusätzlich noch von England unterstützt. Allerdings ist Dänemark mittlerweile mit Frankreich verbündet. Und wenn wir hier einmal in die Statistik reingucken, also Dänemark selbst hat gerade nur 14 Regimenter ausgehoben, hat auch kaum eine Rekrutenreserve. Während Schweden alleine schon mit Dänemark fertig werden würde und könnte. Das Problem ist eben Frankreich, die hier ein Truppenlimit von 101 Regimentern haben, hier gerade 56.000 Truppen ausgehoben haben, auch eine ordentliche Rekrutenreserve mit 50.000 Mann haben. Und England, ja, bietet so circa die Hälfte auf, 43 Regimenter im Truppenlimit, 30.000 knapp ausgehoben, 30.000 in der Reserve. Es wird ein spannender Unabhängigkeitskrieg werden, der hauptsächlich mit Frankreich dann entschieden wird. Ich möchte gerne weiter die Unabhängigkeit unterstützen von Schweden. Allerdings wird es ein sehr großes Problem mit Frankreich werden, denn im Grunde genommen sind wir das Abwehrbollwerk dann. Wobei die Frage ist, wie sehr wir uns als Bollwerk gegenüber Frankreich dann bezeichnen können, wenn die hier angerollt kommen sollten mit ihrer Armee. Deswegen müssen wir darauf hoffen, dass England von ihrer Insel runterkommt. Aber ich denke, es ist auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, hier die katholischen Nationen gegeneinander hier ein bisschen auszuspielen. Und damit die Überfälligkeit dieser Glaubensreform einmal noch deutlich zu machen, wie sich denn hier eben die Katholiken gegenseitig in die Gurgel gehen. Ja, aber mal schauen, das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal mit der Belagerung von Berlin und Wolgast weiter. Ich muss sagen, die ersten 6 Minuten habe ich jetzt schon einmal durch und Markus Giesebert ist eine Silberzunge geworden. Ich musste einmal neu laden, weil das Bild nicht richtig aufgenommen hat. Und da ist er ein Feigling geworden, was zu verringerter Armeemoral geführt hat. Und jetzt belagert Wolgast hier die Festung in Friesland. Und die ansbachischen Truppen ziehen hier jetzt auch nach. Könnt ihr einmal in den Diplomatiebildschirm reingucken, denn Ansbach und Bayreuth sind hier auch mit dem Krieg drin. Jetzt müssen wir hoffen, dass Berlin fällt bei 57%. Ja, sehr schön. Die Belagerung von Berlin ist gewonnen. Dann können wir ein Regiment abstellen, das Sternberg besetzt. Und die eigentliche Armee möchte ich jetzt hier zur Verteidigung der Frieslande heranziehen. Unterdessen gab es noch keinen Mauerbruch in Wolgast. Und Brandenburg hat hier ein neues Regiment in Sternberg ausgehoben, aber na, knappe Sache. Die Schlacht konnten wir gewinnen, können jetzt Sternberg aber nicht besetzen. Unterdessen können wir die Ansbachsche Armee in Ostfriesland stellen und auch vollständig vernichten. Da ist unsere Armee gerade einfach technologisch völlig überlegen und wir haben hier auch diesen wesentlich besseren Anführer. Sehr schön. Dann ziehen wir hier einmal nach Groningen weiter, um dann vielleicht
die Wolgastsche Armee gleichzustellen während der Belagerung. Unsere Armee kann sich hier kurz regenerieren. Wir haben hier auch halt einen fast vollen Armeedrill. Das macht auch schon einiges aus, Militäranfrage. Aus Thüringen, die sind jetzt auch mit Anhalt, Ansbach, Brandenburg, Bayreuth und Wolgast im Krieg. Sächsische Rückeroberung von Wittenberg. Der zweite Versuch. Naja, ist okay. Sollen sie machen. Wittenberg ist ja auch schon durch Sachsen besetzt. Und ich denke, da die Belagerung in Wolgast ja auch noch einige Monate in Anspruch nehmen wird und dann die Besetzung der einzelnen Provinzen hier, werden wir auf jeden Fall die Armee hier einmal stellen müssen. Und ich denke, jetzt ist ein guter Augenblick dafür. Machen wir das einfach. Und unsere Moral ist um 1,1 Punkte größer. Egal. Ja, doch. Gerade falsch geguckt. Um 1,1 Punkte größer. Und die Militärtaktik ist auch um 0,2 Punkte größer. Wir konnten sie sehr klar zurückschlagen, aber nicht komplett vernichten, die Armee. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir nach Ansbach ziehen. Allerdings kommen wir hier nicht gerade durch. Warum nicht? Weil uns in Mainz der Militärzugang fehlt. Würden wir ihn denn bekommen? Nein. Weil wir im Krieg benachbarten Verbündeten sind. Deshalb. Okay. Aber dann hat Ansbach doch garantiert bei euch ein Durchmarschrecht. Ne, Ansbach hat Militärzugang. Warum haben wir den dann nicht? Haben wir da was an der Regel geändert? Auf jeden Fall können wir uns hier dieses einzelne brandenburgische Regiment schnappen. Jetzt kommen hier die dänischen Bauern. Und die sächsische Armee kann anscheinend noch rechtzeitig hier nach Dramburg flüchten. Sehr schön. Da wir die unterstützen, dürften die jetzt hier eigentlich uns nicht feindlich gesinnt sein. Und an uns vorbeiziehen. Okay. Laufen die auch durch Stargard und Stettin. Ja, und es kommt hier in Wolgast nicht zur Schlacht. Dankeschön. Okay. Jetzt haben wir das brandenburgische Regiment hier verpasst. Und die wolgastischen Truppen ziehen hier wieder irgendwo hin. Und die können auch durch Werden ziehen, während wir nach Werden nicht reinkommen. Scheint hier was an der Mechanik geändert worden zu sein. Ich dachte, das Durchmarschrecht würde dann immer in beide Richtungen gelten. So, aber wir können sie jetzt ins Helle stellen mit einem doppelten Malus, aber einmal durch Überquerung und durch Gelände. Aber hat unser Armeeanführer doch hier einen 6er Manöverwert? Sehr unglücklich. Jetzt konnten wir sie auch wieder sehr gut schlagen, aber nicht vernichten. Und wir können sie hier in Braunschweig stellen. Und jetzt konnten wir sie vollständig aufreiben. Sehr schön. Und jetzt kommen wir auch durch Mainz nach Ansbach. Hier dann war das vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis das sich durchgesetzt hat, dieser Militärzugang. Ich bin mir nicht sicher. Ja, jetzt haben wir das eine Regiment der Brandenburger wiedergefunden. Aber ich will jetzt hier Ansbach rausnehmen. Bayreuth wird hier schon auch belagert. Durch Thüringen. Aber jetzt bevor jetzt die Brandenburger die einzelnen Provinzen hier bei uns besetzen, nehme ich hier zwei Regimenter raus.
die die jagen sollen. Das einzelne Regiment kann hier in Kolberg schon mal aufräumen. Ulla ist durch Sachsen besetzt. Oh. Und dann schauen wir mal, wie unser Herrscher so drauf ist. Markus Giesebert, 1-2-0. Oder 1-1-2-0. Naja, besser als nicht. Zwei Regimente aus Ansbach. So, Belagerung von Wolgast ist gewonnen. Sehr schön. Dann können wir hier einmal weiter marschieren, bis nach Königsberg durch. Und ich denke... Ja, was denke ich? Es wäre schön, wenn der lübsche General hier mitkommt, dass wir Königsberg besser belagern können. Will ich hier nochmal einen General ausheben? Wie sieht es denn technologisch und mit unseren Ideen aus? Also in der Tech sind wir sehr gut dabei. Militärideen haben wir gerade nicht zu entwickeln. Dann möchte ich gerne einen weiteren General haben. Johann Samuel Köster. Ein Dreier-Belagerungsgeneral. Insgesamt 2-4-3-3. Wir sollten vielleicht die Generäle tauschen. Das wäre jetzt eigentlich optimal. Dass der Belagerungsgeneral auch bei den Kanonen mitmarschiert. Aber das sehe ich jetzt gerade hier irgendwie nicht so gut möglich. Dann muss das jetzt erstmal so funktionieren. Auch ein bisschen unsinnig, dass die jetzt mitten im Krieg hier so irgendwie einmal quer durch Deutschland springen. So, unsere zwei Regimenter konnten das brandenburgische Regiment abfangen, aber auch nicht vernichten. Aber in Meppen kriegen wir sie. Ja, sehr schön. Formalie erfüllt. Und dann können wir hier auch mit nach Kolberg marschieren, dass wir genug Truppen haben, um die Provinzen zu besetzen. Da hat sich das Regiment auch erholt. Na, Sachsen ist vor uns in Königsberg. Dann besetzen wir Danzig. So, Stolp kann jetzt bitte durch Lübeck besetzt werden. Finde ich gut. Alles klar. Waffenstillstand mit Schottland wurde beendet. So, Holstein und Schleswig sind jetzt auch durch die Bauern besetzt. Kann hier mal schauen, was wir mit unserem Spionagenetzwerk jetzt anfangen können. Und wir können, jetzt haben wir es gerade bei 70, die dänischen Kaufleute verleumden. Sehr schön, das kommt uns sehr gelegen. Insgesamt. So, jetzt ist die Frage, wie verfahren wir weiter? Wir sind bei 52% Kriegsstand. Warum eigentlich so gering? Er schlägt immer noch die Blockade von Lübeck durch Wolgast mit 6,5 Punkten durch. Ja, aber gegen die ganzen Galeeren können wir nichts machen. 15 Galeeren haben sie hier vor Lübeck liegen. Aber Ansbach fällt bald. Ja, dann können wir es jetzt eigentlich runterticken lassen oder hochticken lassen, den Kriegsstand. Währenddessen schauen wir schon mal, ob sie denn unsere Bedingungen annehmen würden. Also Prignitz fordern wir, das ist das Kriegsziel. Ich kann es nebenbei eigentlich langsam weiterlaufen lassen. Wir wollen Brandenburg auf jeden Fall erniedrigen. Und Kriegsoperationen auf jeden Fall. Währenddessen können wir hier aber auch bei Wolgast einmal nachfragen. Jetzt ist Ansbach gerade gefallen. Wir Ansbach hier auch rausnehmen. Sie sind aber auch schon protestantisch. Von daher, ja. Aber in welchem Handelsknoten seid ihr denn? Thüringen, es würde uns gut was bringen, wenn sie Handelseinfluss direkt übertragen. Wollen sie aber nicht.
Also wir haben Ansbach besetzt, aber nur 56% Kriegsstand, weil die jetzt irgendwo noch mit zwei Regimentern rumlaufen. Ich glaub's ja nicht. Aber den Handel, den möchte ich schon ganz gerne von denen haben. Weil das ist auch nicht so viel. Und den Handelseinfluss übertragen, dass wir ihn dann halt selbst haben, bringt uns nicht so viel, weil wir keinen Händler haben, der mit diesem Handelseinfluss dann was anfangen könnte. Und ich möchte auch keinen hier aus dem Ärmelkanal, aus Lübeck oder der Ostsee abziehen, weil sie da eindeutig besser aufgehoben sind. Worüber man diskutieren könnte, ist, wenn man dann aus Berlin vielleicht Handelseinfluss bekommt, oder von Brandenburg, dass man den aus der Ostsee hier einmal umsetzt, nach Sachsen. Also hier Kriegsreparation. Ja, auf den Handel übertragen könnte man verzichten. 30 Dukaten würden wir hier kriegen. Ah, und Bayreuth ist ein Vasall von euch. Interessant. Auch protestantisch, ne, den können sie ruhig behalten. Ja, das würden sie annehmen. Ich denke, dann können wir einfach hier auch rausnehmen. Dann ist Bayreuth raus. Meine sind ja Glaubensbrüder. Um die geht es uns hier jetzt nicht. Ja, diplomatische Beleidigungskriegsgrund gegen Braunschweig verloren. Das ist auch völlig in Ordnung. Brandenburg schlägt uns jetzt hier schon einen Friedensvertrag vor. Das ist auch okay. Wolgast, würdet ihr denn einen Separatfrieden machen? Kein Provinzen zurückgeben, bin ich nicht daran interessiert. Hat Lübeck denn hier irgendwo Ansprüche? Ja, auf Wolgast und Kolberg. Und dadurch, dass wir eine lange Friedensphase hatten, haben wir auch gerade sehr wenig aggressive Expansionen überall im Reich. Wenn wir Wolgast noch dazu nehmen für Lübeck, landen wir bei Kolberg noch dazu, würde nicht passen. Aber auch mit Wolgast und Kolberg würde sich keine Koalition bilden. Das gefällt mir ganz gut, wenn wir direkt bei Wolgast anfragen. Geben Sie uns aber auch nicht beide Provinzen. Was aber auch äußerst interessant wäre, den Danzig oder Königsberg abzunehmen. Noch interessanter als Wolgast und Kolberg. Wie verlaufen denn hier die Grenzen? Okay, Wolgast gehört hier noch zu Vorpommern mit Stralsund und Rügen. Danzig würden sie uns aber nicht geben, weil Königsberg als Festung nicht besetzt ist. Ja, lassen wir das sein. Geben wir uns mit Wolgast zufrieden. Handel übertragen wollen sie nicht. Handelseinfluss übertragen auch nicht. Das möchte ich dann aber schon. Meine, solange unser Volk noch keinen Frieden fordert, können wir so weitermachen. Ein unbeliebter Mathematiker, wie viele Herrscher in dieser Zeit, will sich auch Markus Giesebert mit klugen Köpfen umgeben, um die Geheimnisse der Welt zu diskutieren. Einige besitzen einen sehr klugen Verstand und sind hervorragend in Debatten, während andere eher für Experimente im Labor oder mathematische Berechnungen geeignet sind. Es besteht kein Zweifel daran, dass dies manchmal zu Rivalitäten führt, da die Gunst des Syndikus sowohl für Denker, Wissenschaftler als auch Erfinder sehr nützlich sein kann. Einer dieser intelligenten Dummköpfe hat sich in letzter Zeit vor vielen Gleichgesinnten lächerlich gemacht.
Johann Adolphi Boy hat einen starken Sinn für Mathematik, ist aber ein bemerkenswert schlechter Debattierer und einige sagen, dass der Ruf des Hofes bei solchen Arbeiten leidet. Jetzt muss ich einmal Pause drücken, weil Wolgast hier wieder ein Regiment nach Ostfriesland geschickt hat. Dem müssen wir mal hier kurz begegnen. Und unterdessen, ja, können wir hier die Provinz ein bisschen plündern, die wir eh nicht übernehmen. Jetzt ist die Frage, lassen wir sie reden oder sagen wir, er beschämt uns? Okay, das ist jetzt ja wirklich eine Sache, die von unserem Syndikus hier abhängig ist. Er ist eine Silberzunge. Ansonsten eher diplomatisch. Ja, das ist eigentlich relativ schwierig. Man könnte jetzt argumentieren, dadurch, dass er eine Silberzunge ist, würde er noch mehr herausstechen, wenn die anderen um ihn herum eher schlecht reden. Und er deswegen mit seiner Silberzunge noch besser heraussticht. Und er jetzt dann einfach sagt, okay, lasst sie reden. Aber da er schon diplomatisch unterwegs ist, ist der Ruf ja schon relativ auch wichtig. Ich werde mal sagen, eine 4:2 Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, lasst sie reden. Und bei 5 und 6 entscheidet Markus Giesebert, dass uns Johann Adolphi Boy beschämt. Es ist eine 2, lasst sie reden. Wir verlieren Prestige und erhalten etwas Innovation. Das bedeutet, dass wir jetzt bei 18 Innovationsfähigkeit sind. Ja. Na, wohin marschiert jetzt dieses einfühlende Regiment? Nach Münster? Da können wir sie auch stellen. Schön. Alles klar, das ist erledigt. So, Sachsen hat jetzt hier Frieden mit Wolgast geschlossen. Dann können unsere Truppen hier auf jeden Fall hin. Und was ich auch möchte, ist, dass die Kanonen hier nach Kolberg, nach Königsberg mitziehen, marschieren. Und insgesamt können wir sagen, okay, machen wir es so. Wir nehmen jetzt hier den Anführer raus. Wobei, das hier, welcher ist das denn jetzt? Das ist ja schon unser Belagerungsanführer. Sehr schön. Okay. Dann kann Heinrich von Hochwürden, unser Waffenmeister hier, mit den verbleibenden Regimentern schon mal drillen. Markus Giesebert kann hier sich jetzt auch wieder den Regierungsangelegenheiten widmen. Unsere Kavallerie brauchen wir jetzt auch nicht. Ah, okay. Wir haben das Problem, Tuchola müssen wir hier auch besetzen. Unsere Kanonen schaffen es aber bis nach Königsberg. Dann sollen die drei Regimenter hier Lübeck unterstützen in der Belagerung. Während die drei einsamen Regimenter jetzt drillen können in Hamburg. Und damit haben wir eine neue Perspektive, dass dieser Krieg bald enden wird, sobald wir die Festungen hier besetzt haben. Ich denke, da ist es schon in unserem Interesse, dass wir hier aus diesem Krieg das Maximale noch rausholen. Wolgast ist hier nun mal ein Herzogtum. Brandenburg ist ein Kurfürstentum. Damit Sinnbild unseres Feindbildes quasi. Auch wenn sie immerhin protestantisch sind. Aber für unsere Unterstützung für Schweden. Das ist halt auch ein katholisches Königreich. Da kann man nicht so gut argumentieren.
Nun gut, aber nichtsdestotrotz haben wir das Ende dieser Folge erreicht. Wir hören uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.